Leute, by the way, wir machen jetzt mal, wir gucken mal noch was an, und zwar magst du ja locker und entspannt. Finde ich auch, wahrscheinlich finde ich auch so. Und zwar, pass auf, wir hatten das letzte Mal, und dazu kommt auch ein Video von mir. Schade, dass er jetzt nochmal ein Video dazu gemacht hat, weil ich wollte das Video am Anfang samstags bringen. Und zwar zu Nikocado Avocado, da hatten wir das letzte Mal schon drauf reagiert. Das ist der Typ, der sich gerade eben so derbe Fett frisst, dass er eventuell drauf gehen würde. Ja, hatten wir schon. Nein, das ist ein neues Video, das kam heute erst online. Flashy. Der hat jetzt noch ein Update-Video dazu gemacht. Und das wird mich mal interessieren, was er noch dazu sagt. Vor einigen Tagen hatte ich ein Video. Ich hasse wirklich dieses Internet. Ich weiß nicht, ob es am Internet oder an meinem PC liegt, aber wie das hier so rumleckt, das macht mich so aggressiv, so maximal aggressiv. Es ist wirklich schlimm. Über den Mukbang-YouTuber Nikocado Avocado gemacht. In diesem Video versuchte ich seriös zu erklären, warum dieser YouTuber gerade dabei ist, hier auf YouTube sich selbst umzubringen, indem er sich eben zu Tode frisst. Und ganz viele Leute von euch haben mir daraufhin geschrieben, dass ich doch bitte noch über eine wichtige Sache sprechen soll, die ich in dem anderen Video nur kurz erwähnt habe, aber auf die ich nicht tiefer eingegangen bin. Denn viele Leute sagten, dass dieser ganze Vorfall gar nicht so tragisch ist, dass er ja einfach abnehmen könnte und dass viele der Dinge, die er eben sagt, viele seiner Leiden oder Krankheiten, die er beschreibt. Das ist halt aufgrund, guck mal, der hat sich, also nur zur Info, damit ihr schon mal Bescheid wisst, der Typ hat sich, weil der jetzt mittlerweile so dick geworden ist in so kurzer Zeit, hat er sich beim Niesen die Rippen gebrochen. Und das Ding ist halt, wenn du einen Rippenbruch hast und du hast immer diese Belastung vom Körper. Kann es halt sein, wie will er abnehmen, wenn er keinen Sport machen kann, aufgrund seiner Rippenbrüche, beispielsweise. Beispielsweise. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das Abnehmen auch für ihn sehr schwer wäre. Selbst wenn er weniger isst und so. Ich denke, oh je, der arme Whitburn, du kannst nicht sagen, dass der arm ist. Bei dem, was der macht in seinen Videos, kannst du nicht davon sprechen, oh je, der arme, sondern der macht das, weil er damit Geld verdient, sehr viel Geld verdient, sich dann über andere lustig macht, über die Leute, die ihn das finanzieren. Da braucht man wirklich nicht sagen, der Arme, weil der hat es bewusst gemacht und er wollte das so. Nichts weiter sind als Ja, war cool. Fake-Geschichten, die er sich für Erfolg oder Reichweite ausgedacht hat. Und da ich immer wieder nun diese Nachrichten gekriegt hatte, möchte ich sie hier einmal für euch beantworten und euch erklären, warum Nikocado Avocado nicht nur ein YouTuber ist, der sich hier auf YouTube umbringt, sondern der auch von seiner Community gezwungen wird, dies zu tun. Denn zunächst gucken wir einmal. Alter, wisst ihr, an was mich das erinnert? Alter, das erinnert mich gerade so sehr an South Park. An South Park. Und zwar gibt es eine Folge mit Britney Spears. Und da wird sie praktisch auch gezwungen, sich umzubringen, sozusagen. Sie wollen sie einfach nicht da haben. Ich hatte gerade übel die Flashbacks an diese Folge von South Park. So, die Öffentlichkeit will die einfach nicht mehr da haben. Und da wird systematisch draufgegangen, egal was passiert, systematisch draufgegangen für die Ernte, genau. Scheiße, ey, das ist kein gutes Thema. Aber da wird systematisch draufgegangen, no joke. Wirklich, daran habe ich gerade gedacht, irgendwie heftig. Das ist wirklich krank. Das ist wirklich krank, die alte WoW-Folge, wo die in die Schüssel kacken und so. Wo die einfach nicht mehr, wo die so viel zocken, dass die Mutter kommt, hält die Schüssel hinter den Stühlen, dann scheißen die die Schüssel rein, weil die nicht vom WoW wegkommen. Das war auch eine geile Folge. Okay, das war wirklich eine geile Folge. Scheiße. Ja, also das hat mich gerade daran erinnert. Scheiße, ey, wenn ich gerade daran denke, an diese WoW-Folge. Das ist einfach nur so maximal widerlich. Wenn ich mir da eine Folge angucke, ohne Scheiß. Es ist so pervers, diese Folge. Es ist so maximal Ebenen pervers. An die Geschichte, dass er eben alles, was er sagt, alle seine Leiden, Mama, sich nur Mama, ausgedacht hatte. Schlüssel. Alter, ich schwöre, guckt euch nicht South Park an, ohne Witz, ihr geht krachen bei dem Content von South Park. Scheiße, ey, scheiße, es ist so krank, es ist so perfide einfach, dass das ausgestrahlt werden darf, ist schon heftig.
Ich erwähnte ja, dass er eben durch sein Übergewicht schlimme Verletzungen schon erlitten hatte. So sagte Nicocado selbst in einem deiner Videos, dass er sich eben 3 Rippen gebrochen hatte, aufgrund seiner schnellen Gewichtszunahme. Ja, sag ich doch, 3 Rippen. Dass dies passiert ist, ist durchaus denkbar. Denn durch seine extrem schlechte Ernährung, nicht nur dadurch, dass er eben so schnell Gewicht zugenommen hatte, sondern da er sich nun schon über Jahre wirklich schlecht ernährt, von viel Junkfood, von vielen Süßigkeiten, ist es nun mal so, dass den Knochen des Menschen dann eben viele Vitamine, viele Mineralien oder Kalzium fehlen und sie deswegen auch porös oder leichter brechen können. Es ist also durchaus möglich, dass durch seine falsche Ernährung seine Rippen... Ja, aber ich finde, das sieht relativ gesund aus, wie er es macht, ne? Finde ich schon. Das Ding ist halt, jetzt könnte man meinen, diese Bilder sind absoluter Clickbait und so. Das ist ja, diese Thumbnails sind ja völlig Clickbait. Aber, liebe Freunde, der hat wirklich dort so eine Portion von Nudeln, ne? Das ist jetzt, das ist kein gefotoshoppter Scheiß. Also vielleicht zum Teil ist es schon gefotoshoppt, aber weil man sieht hier, dass diese Ränder zum Beispiel sind ausgeschnitten, wenn man das hier sieht. Aber der wollte halt die ganzen Spaghetti ist blau machen oder das wollte er extra rot machen und so. Also das hat nicht diese rötliche Farbe, aber... Es ist schon widerlich, was er da so alles reinspult. Seine Rippen poröser geworden sind. Hey, und ist doch gesunde Ernährung, kein Plan, was der hat. Du hast recht, ja, ey, ohne ey, Cringe, was laber ich für Scheiße, ist doch gesund, ja. Das ist doch einfach gesund, meine Güte. Nicht mehr viel gebraucht wurde, dass sie brachen. Es ist also absolut denkbar und vorstellbar, dass er sich wirklich durch sein Gewicht Rippen gebrochen hatte. Was dagegen spricht, ist allerdings sein Verhalten. Denn ihr müsst wissen, wenn man sich wirklich Rippen bricht, dann ist das unfassbar schmerzhaft. Leute, die sagten, dass sie sich Rippen gebrochen hatten, selbst nur 1 oder 2, sprachen davon, dass sie sich kaum bewegen konnten. Das ist, selbst eine Rippenprellung ist ganz, ganz schlimm. Eine Rippenprellung ist schon unfassbar schlimm. Und einen Rippenbruch will ich mir gar nicht erst vorstellen, ja. Dass jeder Atemzug extrem schmerzte und sie eigentlich ans Bett gebunden waren. Sie wollten nicht aufstehen, sie wollten nicht umhergehen. Manche Leute brauchten sogar Hilfe von anderen, die ihnen alles ans Bett brachten, weil die Schmerzen so stark waren. Nicocado sagt selbst, dass er eben Schmerzen durch diese gebrochenen Rippen hatte, zeigt sich dann aber in den Videos, wie er umhergeht, wie er herumzappelt, wie er seltsame Dinge mit seinem ganzen Oberkörper tut, ohne auch nur ansatzweise Anzeichen davon zu geben, dass er Schmerzen hätte. Wenn er wirklich gebrochene Rippen hätte, dann müsste man eigentlich solche Szenen von ihm nicht sehen können. Ich will natürlich hier nicht sagen... Also ich habe eher Schmerzen von seinem Essverhalten, das muss ich an der Stelle sagen. Sein Essverhalten ist maximal ekelhaft. Also müsst ihr euch vorstellen, der lädt auf seinem Hauptkanal fast jeden Tag so ein Mukbang-Video hoch, wo der sich Fett frisst. Und der hat noch 5 andere Kanäle, wo der auch immer mal wieder was hochlädt, wo der noch mehr isst. Wo der dann eine Portion 10.000 Kilokalorien frisst. Das musst du dir einfach mal überlegen. Das ist heftig, ja. Sagen, dass er das Ganze erlogen hatte. Es wirkt nur seltsam. Man kann ihm das Ganze glauben oder nicht. Ich denke, das ist jedem selbst überlassen. Es gab in der Vergangenheit immer wieder Momente, Lecker. Wo er sich Geschichten ausgedacht hatte. Auch die anderen Dinge, die er so in seinen Videos zeigt. Sie können wahr sein, sie können nicht wahr sein. Natürlich zeigt er und erzählt er diese Dinge für Aufmerksamkeit, für Erfolg, für Klicks. Doch viele von euch sagten nun, dass er doch einfach abnehmen könnte. Dass er doch überhaupt nicht in solch einer lebensgefährlichen Situation ist, weil er ja jederzeit aufhören könnte, das Junkfood zu essen und grundsätzlich abnehmen kann, indem er Sport macht oder gesunde Dinge zu sich nimmt. Doch eine Sache müsst ihr wissen, denn er ist nicht nur dabei, sich hier auf YouTube selbst umzubringen, sondern er wird auch von seiner Community dazu gezwungen. Scheiße. Denn Nicocado sagt selbst in einigen Videos, dass es die Schuld seiner Zuschauer ist. In einem Breakdown, den er mal in einem Video hatte, also in einem Video, wo er wirklich in Tränen ausbrach und einfach frei heraus erzählte, was ihm durch den Kopf ging, warf er seinen Zuschauern vor, dass sie schuld daran sind, dass er zu dem geworden ist, was er jetzt ist und dass sie auch schuld daran sind, dass er davon nicht mehr loskommt. Und auch wenn das jetzt erstmal wie eine Anschuldigung klingt, um die Schuld von sich selbst zu weisen, hat er damit teilweise auch wirklich recht. Denn einerseits, wie ich im letzten Video schon erwähnt hatte, kann er nicht davon loskommen. Er kann nicht einfach jetzt aufhören mit seinen Videos, weil er dann keine Klicks mehr kriegen würde. Wenn er anfangen würde, gesunde Dinge zu sich zu nehmen... Ja, aber der probiert es ja nicht mehr, nicht mal. Und das ist doch aber das Problem. Ja, er hat jetzt sein Content nur darauf aufgebaut. Viele Leute schauen sich das an und die feiern das. Aber ich habe bei der Recherche nicht die Videos gefunden, wo er mal was anderes probiert hat,
damit er rausfinden kann, ob diese dann das auch schauen. So, wenn er jetzt sich vegan ernährt und sagt, ey, ich möchte mich vegan ernähren, dann wird er doch auch Aufmerksamkeit bekommen. So, ich meine, der hat sogar ein Video gemacht vor ein paar Monaten mit, ich ernähre mich vegan wieder. Und das Video hatte viel Reichweite. Also warum, er kann auch von mir aus auch vegan sich einfach ernähren, irgendwelche Tipps geben, was weiß ich. Mukbangs macht, wo er Obst isst, würden die meisten Leute seine Videos nicht mehr gucken. Er ist Ernährungscoach gewesen. Der Grund, warum er erfolgreich ist, lag in erster Linie darin, dass er hohe Mengen oder große Mengen an Essen zu sich nahm. Und mittlerweile liegt er darin, dass Leute interessiert sind, was er jetzt schon wieder macht. Wie er jetzt schon wieder rumzappelt, was für seltsame Anfälle er jetzt schon wieder hat und ob er wieder zugenommen hat. Sprich, seine Community jetzt besteht nicht nur aus Leuten, die sehen wollen, wie er mehr und mehr isst, sondern sie besteht auch aus Leuten, die toxisch sind und sehen wollen, was aus ihm passiert. Sie wollen sehen, dass er immer und immer schlechter wird. Und die Sache ist folgende. Der Nicocado Avocado hat selber gesagt, dass er versuchte abzunehmen. Er hat bereits in der Vergangenheit versucht, Gewicht zu verlieren, um ein gesünderes Leben zu haben, weil er wahrscheinlich natürlich auch selber weiß, dass er in hoher Gefahr ist, zu sterben. I did go vegan, but failed after a few days. I had wanted to quit YouTube, but after I come down, I realized I have a lot of amazing subscribers who want to see good content. Well, and I have split up many, many times, okay. Erben an der ganzen Sache. Er versucht, ja. Doch das Ganze ist nicht so einfach. Denn er sagte damals, dass er angefangen hat, sich gesünder zu ernähren, ein wenig Sport getrieben hat und dadurch tatsächlich auch schon nach kürzester Zeit einige Pfund verloren hatte. Doch auch wenn er ein paar Pfund verloren hatte, nahm er danach viel mehr wieder zu. Er sagte, dass er für jeden verlorenen Pfund, sprich für jeden Pfund, den er abgenommen hatte, 19 Pfund wieder raufgelegt hatte. Ihr müsst es euch quasi so vorstellen, was? Wenn ihr jetzt abnehmen würdet... Was? Alter! Alter! Junge! Junge! Wie schnell kann man bitte zunehmen? Das ist ja insane. Ihr würdet 1 Kilo abnehmen, würdet ihr danach erstmal wieder 5 Kilo draufpacken. Sprich, ihr würdet insgesamt viel mehr zunehmen, als ihr vorher abgenommen habt. Der Grund dafür liegt nicht darin, dass er eben einen Jojo-Effekt hatte oder dass es an seinen Videos oder dergleichen grundsätzlich liegt. Der Grund dafür waren seine Community, und zwar seine Zuschauer. Denn Nicocado sprach davon, dass in dem Moment, wo er abgenommen hatte, in dem Moment, wo er also Gewicht verloren hatte, er das Gefühl hatte, er würde seine Community enttäuschen. In dem Moment, wo er also Gewicht verlor, hatte er das Gefühl, wenn er das jetzt tut, wenn er versucht, ein gesundes Leben zu führen, dann ist er nicht nur dabei, seine Community zu verlieren, weil diese Leute eben sich nicht mehr für ihn interessieren. Ist aber trotzdem objektiv gesehen absolut dumm. Ist auch Gesundheit. Das Ding ist halt, er weiß ganz genau, er kann davon sterben. Die Gesundheit geht vor. Und wenn er wirklich die Community über seine Gesundheit stellt, ist er in meinen Augen einfach extrem dumm, fahrlässig. Und da muss man einfach sagen, so da Community hin oder her, der schaufelt sich damit sein eigenes Grab unabhängig der Community. Er ist einfach extrem, extrem bescheuert, sowas. Er hatte auch noch auf einer emotionalen Ebene das Gefühl, dass seine Zuschauer dann menschlich von ihm enttäuscht wären. Und deswegen entschied er sich danach wieder zuzunehmen. Alter, die schreiben halt wirklich, this is entertainment, keep destroying yourself, it's only the reason I'm here. It's the only reason I'm here, also der ist nur da, damit er sich selbst zerstört. Okay, nice. Sogar off-camera viel zu essen, um noch mehr Gewicht draufzupacken, um eben noch mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen und seine Zuschauer glücklich zu stellen. Und das ist das, was ich meine mit dem YouTuber, der es nicht schafft, da rauszukommen. Mit dem YouTuber, der von seiner Community in den Tod getrieben wird. Denn Nicocado Avocado ist dabei, immer und immer mehr zuzunehmen, weil er seine Community glücklich stellen will. Krass. Ihn halten also von dem Abnehmen letztendlich die zwei Dinge. Also hier wird gerade geschrieben, weil ich es gerade nicht ganz so sehe. I always keep revisiting his channel just to check if he's still alive. Er kommt nur auf den Kanal zurück, um zu gucken, ob der noch am Leben ist. Jo moin, alles klar. Dass es einmal schlecht für sein Geschäft wäre, das Geschäft, wovon er extrem profitiert, was man ihm erkennen kann. Alleine der Slogan, den er sagte mit, ihr seid daran schuld, it's your fault, hat er ebenfalls auf T-Shirts gedruckt, die er in seinen Videos trägt und die er eben auch verkauft. Ich denke auch, das ist wie bei Not Your Body, wie er es schreibt, klingt nach emotionaler Abhängigkeit irgendwie, jedenfalls für mich. So wie er es rüberbringt, ja,
Aber dann öffentlich zu sagen, ihr seid schuld, ist der falsche Weg. Man muss das Problem erstmal bei sich erkennen. Und der hat offensichtlich, auch wenn er sagt, ja, ihr seid das Problem, dass ich jetzt so bin, wie ich bin und dass ich jetzt, oder dass ich so langsam aber sicher verkümmere, seid ihr dran schuld. Ist nicht so, ja, weil die Community ist hierbei, ich kann die Community hierbei nicht beschuldigen, wenn derjenige, der es macht, es bewusst und mit Bedacht eigentlich macht. Und dieser Typ hat dann noch in diesem Video, was mir Bissett mal geschickt hat, hat dann noch gesagt, ja, dieses niedere Volk und sowas, haha, da kann ich einfach nur lachen, dieses untere Volk, die müssen jetzt arbeiten und ich sitze hier und ich habe ein geiles Penthouse, haha, die sind so dumm und sowas. Ne? Also das ist schon eine heftig narzisstische Eigenschaft, würde ich mal sagen. Ich denke schon, der ist ein Narzisst. Kann ich mir gut vorstellen. Bei dem, was man so im äußeren Blickfeld hat, denkt man schon, dass es sehr narzisstische Züge hat. Und sehr auf sich fixiert alles, sehr, sehr auf sich fixiert. Einerseits hängt sein Geschäft natürlich davon ab, aber andererseits hat er eben auch von der Persönlichkeit her das Gefühl, dass er seiner Community und den Leuten schuldig ist, die seine Videos gucken. Und man kann die ganze Sache jetzt auf zwei Arten betrachten. Einerseits ist er natürlich schuld an seiner Situation. Er muss das Ganze nicht auf diese Weise machen. Es ist in seiner Hand, ganz sich genau zu entscheiden, dass er etwas anderes versucht. Er ist nicht auch auf diesen Kanal angewiesen. Denn ja, selbst wenn dieser Kanal nicht mehr laufen würde, er zählt mittlerweile aufgrund seines Gewichtes nach eigener Aussage als körperlich behindert. Er hätte also Anspruch auf Sozialhilfsleistungen. Das heißt, selbst wenn sein Kanal untergehen würde, würde er immer noch Geld kriegen. Und höchstwahrscheinlich hat er durch diesen Kanal schon so viel Geld angesammelt, dass Geld für ihn sowieso kein Problem sein müsste. Er müsste sich also keine Sorgen um die Zukunft machen. Er könnte also ohne Probleme natürlich jederzeit damit aufhören. Ja. Doch er hat sich... Und das ist das Ding, was halt dann unverständlich ist für jeden Zuschauer, die alle, die schreiben schon, ja, ja, wir sind nur hier, um zu sehen, ob du noch lebst und sowas. Also der weiß, dass die Leute da sind, um ihn fertig zu machen, im Prinzip mit solchen Nachrichten. Und anstatt dann aber selber die Initiative zu ergreifen, ey, mir geht's wirklich nicht gut. Und die Zuschauer, die haben dann zu Recht, schreiben die sowas rein, um zu gucken, ob du noch lebst, weil das so bedrohlich ist, dann sollte man vielleicht wirklich was ändern. Und sich nicht dann auch über die Person lustig machen und dann sagen, oder sämtliche Kritik aus dem Weg gehen und dann sagen, ja, ihr hatet mich doch bloß und das war's. Ja, das ist wie bei den D-Lord, ja, das ist wie bei Rainer, der dann auf einmal Kritik als Hate die ganze Zeit nur sieht und damit halt nicht umgehen kann und dann sich selber die ganze Zeit nur ins eigene Knie schießt. So an diesen Kanal, an den Erfolg, an das Geld und an seine Community gekettet, dass er von sich aus es nicht schaffen. Wobei, es ist ja kein amerikanischer YouTuber übrigens. Der kommt aus der Ukraine, kommt der Typ. Der wohnt halt bloß in Amerika. Wird, so wie er in der Vergangenheit eben bewiesen hat, aus diesem Teufelskreis zu entkommen. Er wird nicht aufhören, denn wie ihr gesehen habt, selbst wenn er es versucht, nimmt er einfach stattdessen wieder zu. Krass. Die Personen, die jetzt nämlich schuld sind an der ganzen Sache, beziehungsweise die Personen, die es letztendlich in ihrer Macht hätten, ihm zu helfen, sind die Leute, die seinen Content wirklich aktiv gucken. Man könnte jetzt sagen, dass jeder einfach aufhören soll, seine Videos zu gucken. Doch dies würde nicht passieren. Wir, wie ich vermute, sind nicht die Leute, die seine Videos grundsätzlich verfolgen, sondern er hat eine extrem toxische Community. Er hat eine Community, die eben aus Menschen besteht, die unter seinen Videos kommentieren, er soll mehr essen, er muss viel mehr essen, er soll eben mehr Verletzungen kriegen. Leute, die vorschlagen, dass er mal eine 20.000 Kilokalorien Challenge machen soll oder eine 100.000 Kilokalorien Challenge. Dort sind also Leute in den Kommentaren seiner Videos, die wirklich aktiv mit ansehen, wie es dem YouTuber, den sie verfolgen, immer und immer schlechter geht. Diese Leute sehen natürlich ganz klar, dass es ihm schlechter geht. Diese Leute kommen auch häufig durch andere Videos, die sich über ihn lustig gemacht hatten, zu seinem Kanal und wollen die ganze... Sauerbraten-Army, ganz genau. Gerne mal Sauerbraten-Army in die Kommentare, wer auch Sauerbraten geil findet und wer einfach auch dazu steht. Soll ein Statement sein. Die ganze Situation noch weiter verschlimmern. Und diese Leute zwingen ihn quasi in seiner eigenen Fantasie, wo er ja seine Community glücklich stellen will, dazu weiterzumachen.
Sprich, auf diese Weise stimmt es tatsächlich. Seine Community, die Leute, die seine Videos gucken, die sie liken, die sie kommentieren, sind die Leute, die gerade dabei sind, ihn in den Tod zu treiben. Das ist halt krank, ja. Die Leute, die sich angucken, wie er davon erzählt, dass er jetzt eben Rippen gebrochen hat und dabei lachen. Die Leute, die sich anhören, wie er sagt, dass er mal wieder 10 Pfund zugenommen hatte und sich darüber freuen und ihn in den Kommentaren anstacheln, weiterzumachen. Ich weiß nicht, wie man am Ende über die ganze Sache denken wird. Ich weiß nicht, wie sich die ganze Sache noch entwickeln wird. Aber wenn es weiter so läuft, dann habe ich ja, wie ich im letzten Video schon erwähnt hatte, die böse Vermutung, dass in einigen Jahren Nicocado Avocado nicht mehr da sein wird, um Videos zu machen. Dass er entweder komplett sein normales Leben aufgeben muss, weil er körperlich nicht mehr in der Lage ist, Videos zu machen, oder weil er eben sogar vielleicht an dieser ganzen Sache gestorben ist. Und dann liegt es daran, herauszufinden, wer wirklich daran schuld war. Bill Gates. War er selber die treibende Kraft, die für seinen Untergang dann verantwortlich war? Oder waren es letztendlich die Zuschauer, die einen YouTuber mit über 2 Millionen Abonnenten in den Tod trieben? Insgesamt sogar, wenn du alles zusammenrechnest, hat er mit allen Kanälen zusammen knapp 6 Millionen Abonnenten. Und das ist bezeichnend, liebe Freunde. Eure Meinung zu dem ganzen Thema würde mich sehr interessieren. Ich hoffe, ich konnte jetzt alle eure letzten Fragen noch abschließen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, so immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss. Okay, thanks, bye. Okay. Ja, gutes Video, ne? War spannend. Aber auch heftig. Aber auch äußerst heftig. Äußerst heftig. Von Creepypasta Bunch. Er macht aber auch, ne? Bei ihm läuft aber auch gut auf seinem Kanal.